Moin moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Wir sind immer noch unterwegs mit dem großen Schlachtkreuzer. Jetzt kannst du mir Steine schicken. Schon wieder? Ich hab dir gerade 300 geschickt. Ja, schick mir nochmal 300. Alter. Meine Schiffe müssen eh erst zurückfahren. Leinen los. Anne, hier sind doch noch welche. Warum ist denn das nur noch eine Fregatte? Wo ist denn die zweite? Entschuldigung. Ah, eine Fregatte ist schon kaputt. Ja. Lol. Wieso? Kann mir nicht wäre. Ah ja. So, Dodo, es geht jetzt gleich los. Ja, ich guck kommt schon der Sache immer näher, Dodo. Gleich geht das los. Gleich siehst du nur. Ja! Bereit zum Einsatz. Besteuer halt erstmal. Na, zwei Schuss nicht, das macht 42 Schaden pro Sekunde. Viel Schaden macht die jetzt aber auch nicht. Ich dachte, das war eine Mordsexplosion. Ja, oder aber das Ding fährt erstmal übel schnell. Ah, guck mal, da kommt dein Öltanker. Ist jetzt bei der Hälfte, hat viermal geschossen. Ja, ich glaube, mit den richtigen Items geht das Ding richtig ab. Möglich. Ich habe im Moment nur Trefferpunkte und Schadensverlangsamung drauf. Die richtigen Items gab es noch nicht. Die Waffenruhe wurde beendet. Ah ja, Dodo hat wieder Waffenstillstand beendet. So, Schiff ist kaputt. 3000 habe ich jetzt. Dann müsste ich doch jetzt das Bankding. Ne, habe ich noch nicht. Hä? Wieso sagt er mir, dass ich hier 3000 habe? 3311. Laut dem habe ich 2838. Naja, ist ja nicht so schlimm. Die Sachen für das Schiff kriege ich nur beim Piraten, ne? Wie welche Sachen? Na, die ganzen Items für das Schiff. Obwohl, ich kann ja hier meine... die Schiffchen auf Expedition schicken. Ich kann ja hier Piraten jagen. Piratenjagd, Schiff zuweisen. Auf Kurs. Kampfkraft. Was bringt denn Kampfkraft? Keine Ahnung. Ah, hier Dynamit. Bei schwerer See tagelang festgeklammert an oder Kaffee. Ich raff das nicht, meine Schiffe sind irgendwie verschwunden. Tot, noch das ist nicht gut. Was brennt jetzt schon wieder? Bringt nur Dynamitkampfkraft? Das wäre ja richtig dämlich. Schick, Heilkunst, Jagdglück. Kampfkraft. An die Fleisch bringt auch Kampfkraft. Dann gebe ich den Dynamit mit. Bereit zum Einsatz! Bereit zum Einsatz! Suchst du etwas Bestimmtes? Ei. Auf die Station.
Dinger haben vielleicht einen Wendekreis, Junge. Ja. Plus 50% Schaden an Gebäuden und Handelspreise minus 15%. Willst du den haben? Was denn? Plus 50% Schaden an Gebäuden und minus 15% Handelspreise. Deine Methoden würden mich interessieren. Okay. Ist für Kriegsschiffe. Ja, weiß ich noch nicht. Mache ich ihn weg. Jagdhütte. Wolle. Ich nehme mich mal mit. Mit einem Kaffee. Sie spielen schon seit 2 Stunden. Geh weg mit deinem scheiß Kaffee. Warum wollen die immer, dass wir Kaffee trinken? Weil wir uns am Arbeitsplatz haben. Also unzufrieden sind und dann nicht mehr arbeiten wollen, die Noobs. Bewegungsgeschwindigkeit. Plus 3 Brillenfabrik. Bäckerei und Schokolade gibt's dann. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh, mein Kraftwerk ist explodiert. Ein Feuer ist ausgebrochen. Das ist aber nicht nett. Wo ist denn die Feuerwehr hier? Mobilisieren. Hallo Schiff. Da explodiert einfach mein Kraftwerk. Ich werde nicht mehr hier. Jetzt brennen hier viele Häuser. Da ist noch eine Feuerwehr. Kann ich hier die auch mobilisieren? Habe ich hier noch irgendwo eine Feuerwehr stehen? Bringst du mir Steine? Schon wieder. Habe ich doch eben drum gebeten. Das wäre ganz wichtig. Habe ich überhaupt noch ein freies Schiff dazu? Wo brauchst du Strom? Wo brauche ich Strom? An deinem Haupthafen? Öl meine ich. Achso, Nebenhafen. Also Industriehafen wieder. Auch wo Metall ist? Ja, genau. Wo ist denn da das Ding? Weiter hinten. Hier. Aber ich brauche die Steine unbedingt, weil dann kann ich auf meiner Hauptinsel Öl abbauen. Sind weil das doch muss schon ich machen. Unterwegs. Dann kann ich Strom hier auch erwirtschaften. Da brauche ich keinen Transporter, weißt du? Es wäre irrational, solche Güte vorauszusetzen. Es wäre irrational, solche Güte vorauszusetzen. Tatsächlich ein paar Arbeiter hier upgraden. Demnächst auch mal neue Bauernhäuser setzen. Neue Gebäude freigeschaltet. Ja. 1000 Unterhalt kostet das scheiß Bankhaus. Sehr gut, oder? Zudem brauche ich jetzt Metall wieder. Toll. Dann hole ich mir das von der Insel. Kessel unter Dampf. Ach. Kacke, brauchst du Leder? Ich muss das Leder loswerden. Ich habe hier 200 Leder, die ich loswerden muss. Du musst? Ja. Musst du es verkaufen oder einfach nur loswerden? Ich muss das loswerden. Sonst gehe ich es verkaufen. Bringt mir eh nicht so viel. Weil ich... Mir auf die Industrieinsel. Welche? Ja, welche wohl? Ich muss ja mal fragen, du hast ja 2. Ruder übernehmen. Schiff ist unterwegs. Deswegen kann der mir keine Pelze mehr liefern.
Und ich wundere mich, warum die so wenig werden. So, wie lang, wie groß. Oh! Alter, willst du mich arschen? Wo soll ich denn das Ding hinstellen? Dodo, ich habe ein kleines Problem. Ja, du hast keinen Platz mehr. Ja. Warum pass mal auf, Dodo. Bauen? Ja, obwohl, passt das? Passt das mit der Reichweite hin? Ah, wird ganz knapp. Wo willst du denn hin? Was willst du wohin setzen? Ich will das Bankhaus platzieren. Wohin? In die Stadt? Ja. Ja, dann machen wir. Ich weiß nur nicht, wohin. Weil das halt riesig ist. Bist du mit einer Kuppel, ne? Ja, so ungefähr. Sieht aus wie aus Assassin's Creed. Haut rein, Häuser. Ja. Das passt da nicht hin. Hau rein, Straße. Hier, Dodo. Guck dir das Ding an, das ist halt ein Klotz. Das sollst du nachher alles mit bedenken, ne? Ja. Wie soll denn das alles gehen, Junge? Wäre gut, wenn du die Fortschritte Auftrag schon hast und kannst es aber erst bauen, wenn du den Fortschritt erreicht hast. Also wenigstens die Blaupause oder so, dass du die setzen könntest oder so. Dass du wenigstens die schon setzen kannst und dann kannst du danach halt ringsherum bauen. Ja. Das wäre halt super. Jetzt reicht mir gleich das Dosenfutter nicht mehr. Alter, was soll ich denn noch alles schicken? Der Dosenfutter stelle ich ja eigentlich auf meiner Zweitinsel her. Aber da kommt zu wenig Lieferung jetzt gerade. So, alles klar. Dann mit passenden Abschluss hier der Folge wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend und hören und sehen uns dann, beziehungsweise Abend ist ja immer falsch gesagt, weil wir nehmen abends auf, aber ihr habt das ja zum Nachmittag schon. Ja, du weißt ja nicht, wann die Leute es angucken. Ja, okay, das ist auch eine gute Alternative. Aber wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen, angenehmen Noch-Tag und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir mit Dodo zusammen in Anno rumschippern. Warte mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.